قال ربك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Oh, Isa, also das ist jetzt die vierte Frage, ja? Isa, hast du gesagt, mich und meine Mutter zu zwei Göttern? Und jetzt sagen die Christen, guck mal, der Prophet Mohammed, der hat die Trinität verwechselt. Die Trinität ist doch der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, aber hier steht Maria und Jesus neben Allah. Deswegen, der hat gedacht, die Trinität wäre aus Vater, Sohn und Maria, die Mutter. Das sagen wir. Und viele Muslime, du kommst denen damit, da sind direkt durcheinander. Bruder, ihr müsst erstmal Selbstvertrauen haben. Wenn man nicht alles sofort versteht, frag jemand anderen. Nicht den Kopf zerbrechen, Bruder, die Antwort ist so einfach. Ja? Als allererstes, ich würde gerne wissen, dass wir selber auf die Gedanken kommen. Wo steht hier in diesem Vers, weil wir wollen eine explizite Aussage, nur eine explizite Aussage. Wo steht hier in dem Vers, die Trinität besteht aus Vater, Sohn, Heiliger Geist? Wo steht das? Nirgendwo. Hier steht, hast du den Menschen befohlen, dass sie mich, also Jesus, und meine Mutter zu zwei Göttern neben Allah nehmen. Was ist die Bedeutung? Was heißt Ilah? Ilah in der arabischen Sprache. In der arabischen Sprache heißt Ilah al-Ma'bud, wer angebetet wird, wem gedient wird. Das heißt, wenn, und wir sehen heute, dass ein Großteil der Christen, sei es orthodoxe Kirche, sei es katholische Kirche, dass sie Maria anbeten. Das heißt, Isa hat dies nicht befohlen. Aber hier steht nicht, dass sie mit zur Trinität gehört. Aber Alhamdulillah, sagen wir, dieser Vers sagt, sie gehört zur Trinität. Es gab auch christliche Gruppen, die haben daran geglaubt, dass die Trinität aus Vater, Sohn und Mutter besteht. Das heißt, dieser Vers widerlegt alles. Widerlegt sowohl diejenigen, die Maria anbeten und verehren oder Mutter Gottes nennen, wie die orthodoxe Kirche und die katholische Kirche, also ein Großteil des Christentums. Und widerlegt diejenigen, die geglaubt haben, dass die Trinität aus Vater, Sohn und Maria besteht. Deswegen, wir müssen immer ganz präzise sein, auf die Verse gucken. Weil wie gesagt, in diesem Vers steht nicht, die Trinität besteht aus drei Personen. Es besteht aus Vater, Sohn, Heiliger Geist. Hier steht gar nichts von Trinität in dem Vers. Hier steht nur, hast du denen befohlen, dass ihr mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben mir macht. Götter, Anbetungsobjekte. Qala subhanak, er spricht, gepriesen seist du. Ma yakuna li an akula ma laysa li bihaq. Mir obliegt es nicht zu sagen, außer die Wahrheit. In kuntu qultuhu faqad alimta. Hätte ich das gesagt, du hättest sowieso gewusst. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Du weißt, was in mir ist, ich weiß nicht, was in dir ist. Du bist wahrlich der Wissende des Verborgenen. Diese Worte sage ich. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.